Ein super Sommer war das, leider auch für Sie hier. Die Ratten haben sich in Baden-Württembergs Städten rasant vermehrt, nicht nur in der Kanalisation. In Mannheim huschen sie abends sogar durch Fußgängerzonen und Grünanlagen. Und die Ratten kommen direkt neben einem aus dem schönen Blumenrabatten raus. Nicht nur eine, sondern 3, 4, 5, 6. Auf meiner Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, da hinten, überall sind Ratten. Tja, und in Stuttgart sind die Ratten sogar in die Unibibliothek eingedrungen und haben rund 8000 Bücher zerstört. Guten Abend, herzlich willkommen. Sie sind schlau und sie vermehren sich wirklich rasant, vor allem wenn es mild ist und genug zu fressen gibt. Ein Rattenpaar hat schnell mal 8 Junge. Die werden nach 3 Monaten dann selbst geschlechtsreif. Kurz darauf hat man schon 50 Ratten. Und im Extremfall hat ein einziges Rattenpaar nach einem Jahr mehr als 1000 Nachkommen. Kein Wunder, dass die Nager inzwischen vielerorts zur Plage geworden sind. Clara Sondermann und Sebastian Schley. Ein Amateurvideo, gedreht in der Mannheimer Innenstadt. Eine Frau mit einer Tüte voller Brotkrümel und einer ganz besonderen Tierliebe. Das Buffet ist eröffnet. Er hat das Video gedreht und die Fotos geschossen. Sven Kress wohnt und arbeitet im Mannheimer Stadtzentrum. Der Kaffeeinhaber beobachtet seit längerem, wie sich Ratten beinahe ungestört auf Straßen und Plätzen ausbreiten. Da sitzen dann die Ratten und fressen sich die Mampe voll. Gestern auch. Gestern habe ich ein Zitat von einem jungen Mädel, die mit ihrem Freund hier durchlief. Und die sagte dann zu ihrem Freund, habe ich nur so gehört, so viele Ratten auf einem Haufen habe ich ja noch nie gesehen. Ja, muss man sich mal vorstellen, wir sind hier im Zentrum von der Stadt Mannheim. Genau das ärgert inzwischen viele Mannheimer. Vor allem Gastronomen haben in ihren Außenbereichen ein echtes Rattenproblem. Die Tiere haben sich an die Nähe zum Menschen gewöhnt. Und das schadet dem Geschäft. Deshalb wird immer öfter er gerufen. Thorsten Kaufmann. Der Schädlingsbekämpfer ist seit 17 Jahren gegen Ratten im Einsatz. So viele Fälle wie derzeit habe er in Mannheim noch nicht erlebt. Wenn wir jetzt hier schauen unter der Plane, dann sehen wir hier schon Rattenkot. Fraßspuren von Ratten. Die Stadt investiert mehrere 10.000 Euro im Jahr, damit die Rattenpopulation nicht größer wird. Doch Spuren von Ratten finden sich in der Innenstadt an fast jeder Ecke. Aktuell viel Aktivität. Der Kanal ist voll mit Ratten. Da gibt es wenig Rückzugsmöglichkeiten mehr. Deswegen jetzt oberirdisch weichen sie entsprechend auf Grünbereiche aus. Nicht nur das. Ratten vermehren sich rasant. Ein Paar kann über seine Nachkommen und deren Nachkommen in nur einem Jahr bis zu 1000 Jungtiere zeugen. Auch im Stuttgarter Stadtgarten bleibt für die Ratten immer was zu futtern übrig. Rund um die Unibibliothek machen Studenten Mittagspause. Da sind Ratten nicht weit. Ich meine, hier gibt es ja schon ab und zu mal eine kleine Feier oder sowas. Da kann schon mal vorkommen, dass auch ein paar Rückstände noch liegen bleiben. Der Müllflasche liegt außen rum und daneben ist ein Papiergut. Da kann man doch wenigstens den Müll einen Meter den Arm ein bisschen rausstrecken und den Müll da reinschmeißen. Ist jetzt viel verlangt, oder? Die Ratten jedenfalls mögen den Müll. Im Frühjahr waren es so viele, dass Parkbesucher hier die Erdlöcher zustopften. Die Ratten sollten unter der Erde bleiben. Ohne Erfolg. Ratten sind schlau und graben im Zweifelsfall ein neues Loch. Durch brüchige Wasserrohre kamen sie sogar bis in die Bibliothek und machten es sich hier gemütlich. Sie fraßen sich durch die Decken und hinterließen Kot und Urin auf 8000 Büchern. Der Schaden 200.000 Euro. Die Ratten haben wahrscheinlich durch undichte Stellen in den Wasserableitungen hier Zugang gefunden zu den abgehängten Decken, haben sich dort frei bewegen können und haben dann dadurch eben auch die Beschmutzung herbeigeführt. Was die Ratten so richtig anlockt? Die Feierwütigen im Stadtgarten. Ist es eine Partyzone am Wochenende und das sind nicht nur Studierende, die hier feiern, sondern die Stadtbevölkerung. Und leider ist es auch so, dass wir ein mangelndes Sozialverhalten beklagen müssen, wenn man dann sieht, dass Pizzareste, Dönerreste, Alkoholflaschen dann einfach liegen bleiben, dann fühlen sich die Ratten hier natürlich auch wohl. Auch der Mannheimer Paradeplatz gleicht oftmals einer Partyzone. Deshalb findet Schädlingsbekämpfer Thorsten Kaufmann auch überall in der Nähe Rattenverstecke. Dass man jetzt schon oberirdisch Rattenköttel oder Rattenkot sieht, das ist schon ungewöhnlich.
Doch weil auch hier immer mal ein Stück Bratwurst oder Brezel liegen bleibt, ist für Ratten der Tisch stets reich gedeckt. Vor allem habe ich auch schon oft bemerkt, dass die Leute halt auch Angst haben, dann auch vor den Ratten oder sowas, aber eigentlich dafür ja selbst irgendwie verantwortlich sind auch. Also wenn manchmal so ein Stückchen übrig bleibt, das nimmst man ja eigentlich nicht mit, oder? Ich bin so erzogen, es wird aufgegessen, Ende der Durchsage. Schätzungen gehen davon aus, dass auf einen Stadtbewohner eine Ratte kommt. In großen Metropolen könnten es auch bis zu 5 Ratten pro Einwohner sein. Aber wie viele Ratten genau unter und mit uns leben, weiß niemand. Denn Ratten konnten bislang nicht gezählt werden. Aber die Stadt Stuttgart testet seit wenigen Tagen Giftboxen mit eingebauten Sensoren. Die können zählen, wie oft ein Tier reinklettert und damit bestimmen, wo die Ratten Brennpunkte sind. Wenn Anfraß ist, dann darf ich Gift einlegen. Wenn kein Anfraß wäre, muss ich sagen, die Köderbox muss woanders hin. Ich muss weiter gezielt nach dem Ratten suchen. Thorsten Kaufmann ist schon fündig geworden. In Mannheim kontrolliert er einen Innenhof, der vor kurzem von Ratten befallen war. Sein Köder wird inzwischen nicht mehr angenagt. Damit dürfte der Hof nun rattenfrei sein. Auf den langen Sommer, sagt er, wird ein intensiver Rattenwinter folgen. Man sollte schon die Bekämpfung ausweiten in dem innerstädtischen Bereich, ganz klar. Es sollte massiv vorgehen jetzt. Auch im Hinblick, dass es jetzt kühler wird und die Ratten natürlich massiv in die Gebäude drücken. Es ist Abend geworden. Ein Park in der Innenstadt erwacht jetzt zu neuem Leben. Ganz in der Nähe werden sie auch in dieser Nacht wieder ein reichhaltiges Buffet vorfinden.